Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu Streetigers Let's Play. Eine neue Runde Minecraft Vanilla und ich bin heute nicht allein, sondern der Dosch ist noch mit mir. Hallöle. Hallöle. So, was haben wir heute vor? Ein bisschen in Neta rumflezen. Wie jetzt? Ich denke, wir bauen einen Atomreaktor. Was? Ja, so ein bisschen Redstone, schalter daneben mit TNT. Achso, okay. Nee. Mach mal nur. So einen brauche ich nicht. Ja, dann bin ich wieder weg. Geht doch. Ja, doch. Ja, bin doch schon weg. Guck, bin doch schon aus der Tür raus. Tatsache. Achso, halt. Ich muss sowas umstellen, ne? Oh. Ich hab die Schwierigkeit auf leicht gestellt. Difficulty 2. Ja, Schwierigkeit auf normal gesetzt. Sehr schön. Jo. Bevor wir hier in den Nether gehen und dann, ne? Ist nix und so. So, ja. Achso, bevor ich jetzt hier weitermache, ganz kurz, Dosch, ich muss gerade noch meinen Zuschauern was zeigen. Und zwar, ich war, bevor ich hier angefangen habe, oder letzte Nacht war ich ein bisschen minern. Und ich habe 23 Diamanten gefunden. Wuhu. Nicht schlecht. Respekt. Ja, nicht schlecht. Die Spitzhacke, die hat es zwar ein bisschen, naja, mitgenommen, aber dafür habe ich ein bisschen Kohle, Lapis, ja, 1,5 Stacks Redstone, ein bisschen Gold, aber 23 Diamanten, geil. Kannst du aber die Spitzhacke reparieren? Ja, ja, klar. Ich muss die bloß auch hier mit Glück und sowas. Sehr kleiner. Genau, danke. Boah, Alter. So, was haben wir denn im Neta vor? Viel. Sehr viel. Auf jeden Fall kein Quarzfarm. Nee, kein Quarzfarm. So, ich muss mal gucken. 1, 2 Stacks nehme ich mal mit. Wir brauchen viele, viele Leitern. Ich weiß bloß nicht genau, wie viele. Das sind schon ein paar. 28 wert. Oh, könnten eigentlich reichen. Ich mach mal noch ein paar. Für Notfall können wir ja auch irgendwie so ein Setzding, ein bisschen Erde und ein bisschen Knochenmehl mitnehmen. Können wir im Nether einen Baum fällen. Stimmt eigentlich, ne? Ja, ist möglich. Stimmt, stimmt. Hey, das ist eine richtig gute Idee. Ich weiß, das ist auch von mir. So, die erstmal wieder zurück und die dann wieder da rein. Ja, die Baumfarm läuft. Achso, nee, du hast es ja noch gar nicht gesehen. Die ist ja noch gar nicht draußen, ne, die Folge. Wollte ich gerade sagen. Baumfarm. Ach, verdammt. Weißt du was? Kannst du dich noch schnell hier ins Bett legen? Klaro. Sehr gut. Jetzt hab ich wahrscheinlich das Problem, dass ich keinen Spawn hab. Egal. Naja, aber jetzt kommst du wenigstens hier raus. So. Ah, oh. Nice. Nicht die Hunde schlagen. Das wäre. Ja, das kenne ich, das Problem. Ja, vor allen Dingen, weil hier noch Erzgabriel sitzt, ne? Ach, stimmt. Achso, ich muss dir noch was zeigen. Wir haben da hinten noch ein Schaf. Ein Schaf. Ein schwarzes. Oh. Was denn? Ich glaube, da kann ich mich noch an was erinnern, oder? Wo ist er denn? Wo sind das Schaf? Hier. Wo? Hier sind Schwarzes. Ach, da, genau. Ja. Hä? Bubi ist weg. Bubi ist weg. Das nee. Bist du gar nicht. Doch. Ich hatte ein schwarzes Schaf namens Bubi. Also hier ist auf jeden Fall ein schwarzes Schaf. Oder? Habe ich das vielleicht umgesetzt? Ich weiß es gar nicht. Kann natürlich auch sein, dass ich das irgendwo hingesetzt habe. Na, oh. Ich muss mal die Folgen nachgucken. Eieieiei. Wo bist denn? Nee, hier lief noch ein schwarzes Schaf rum. Ich dachte, das wäre irgendwie ausgebrochen. Nee, normalerweise brechen die bei mir nicht aus. Also ja, die können sie ja... Ja, es war aber immer noch so, dass sie aufeinander hüpfen konnten. Ich meine, das war immer noch so. Oh, okay. Ja, ich muss die Musik ein bisschen leiser machen. Nein, leiser. Nicht, oder? So, achso, was wir noch brauchen. Hätte ich ja jetzt fast vergessen. Und wo bist du jetzt? Ich bin wieder in Richtung Lager unterwegs. Okay, ich stehe vor dem Lager. Ah ja, da ist er. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Cobblestone. Ich dachte, ich war gerade bei mir ein bisschen lauter, da bist du irgendwie so ein bisschen leiser jetzt. Okay. Geht das jetzt mittlerweile? Ja, ja. Gut. Und ein bisschen Cleanstone. Nicht wundern, das ist alles vom Farmen, weil ich ja mit der Behutsamkeitsspitzhacke da rum. Kenn ich. So. Gut, also ich habe jetzt 8, ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stacks Bruchstein. Okay.
und 6 Stacks normalen Stein. Kannst du ja auch noch was mitnehmen? Ja. Weil wir werden definitiv viel brauchen. Ich nehme nur so 4 Stacks normalen Stein mit. Boah, ich glaube, das reicht erstmal. Lass noch ein bisschen Platz in deinem Inventar, weil den brauchen wir auch. Achso, halt eine Kiste. Eine Kiste wäre nicht schlecht. Ich glaube, nee, hier müssten noch ein paar Kisten sein, ja. Nehmen wir einfach nur ein Setzling mit und Erde und Knochenmehl. Lass uns das machen. Genau. Oh, es regnet schon wieder. Ja. Sauwetter. Sauber. Ja, Knochenmehl, da haben wir doch. Nehme ich mal ein Stack mit. Hab auch noch 3. Ja, welche Setzlinge nehmen wir da am besten? Dein Let's Play, deine Baumart. Generell gehen alle. Puh, ich glaube, wir nehmen Schwarz. Schwarzeichensetzlinge. Also rassistisch bist du nicht. Hab gesagt, rassistisch bist du nicht. Nein. Nie. Gut. Will ich nie tun. So. 1, 2, 3, 4. Sauber. So, gut. Haben wir jetzt alles. Wir haben Bone Meal, wir haben die Setzlinge, wir haben Erde. Ja, passt. Ich glaube, wir gehen nochmal eine Runde pennen. Ja. Hast du noch ein Bett frei? Ich kann doch schnell eins bauen, hoffe ich. Nee. Ja. Nee. Mann, jetzt habe ich schon beschriftet und krieg's trotzdem nicht hin. 1, 2, 3. 3 Wolle. Boah. So, 3 Wolle und 3 Holz brauche ich noch, ne? Ich glaube, so ging das Bett. Jo. Ja. Oh! Da ist ein Blitz eingeschlagen. Ein Blitz? Ich habe gedacht, das wäre ein Creeper. Nee, aber das war ein Blitz. Ja. Okay. Bäh. Falls dich interessiert, da drüben ist ein Enderman. Wenn du noch eine Enderperle brauchst. Nee, die brauche ich immer. Wo ist der? Wenn du hier raufschaust, da unter dem Baum. Ha! Der kann auch nicht abhauen. Es regnet. Scheiße. Jetzt ist er weg. Nein, das gibt's doch nicht. Hättest du mir nichts gesagt. Oh, verdammt. Ach, doof. Naja, okay. Gehen wir erstmal eine Runde pennen. Jo. So. Kannst du hier runterkommen? Ne? Also, bitte. Ja, hättest auch die Treppe nehmen können. Ja, ich bin einfach runtergesprungen. So. Schwierigkeit auf normal. Ja, gut. Gute Nacht. Nacht. So, gut. Dann geht es mal. Ey, die Hunde haben sich eben geschüttelt. Ja, das. Krass. Dann machen die auch, wenn die im Wasser waren. Ah, cool. Ja, das im Wasser kenne ich, aber nicht nach dem Regen. Generell überall, wo Fluss. Oh. Oh, ja. Oh. Ha. Doch noch erwischt. Sehr gut. So, Essen hast du, Fackeln hast du, sonst hast du auch alles, gell? Jo. Haben wir ja alles schön gecraftet. Nicht gecheatet, nein, gecraftet. Ganz ehrlich, der Mann. Ja, ich versuch's. Okay, bei der Eisengolem-Farm, da habe ich damals die Villager 2 habe ich hingebracht. Und habe dann das Problem gehabt, dass die sich nicht vermehren wollten, beziehungsweise die sind mir jedes Mal ausgebüxt und habe ich mir 2-3 gecheatet. Ja. Ja, okay, ja. Das kenne ich, aber naja. Was aber nicht. Das haben die Leute, glaube ich, auch gesehen in der Speed-Aufnahme. So. Willkommen im Wüstendorf mit Eisengolems. Yeah. Und da hinten gibt es noch so ein kleines verstecktes Nether-Tor. Ja, das kenne ich. Ich schaue ja dein Display. Och ja, cool. Zwar in letzter Zeit nicht mehr leider zu aktiv, aber ich schaue es mir noch an. Ja, hier. Kenn ja das Problem von der Zeit, ne? Und so. Ja. Irgendwie. Dir ist auch aufgefallen. Verdammt! Moment. Ich glaube. Nether aus, oder was? Ist ja, hä? Ist der Nether aus, oder was? Ich guck grad. Normalerweise dürfte nicht aus sein. So, Augenblick. Ich hab's gleich. Du, was mir gerade noch so auffällt. Hast du noch ein Feuerzeug dabei? Soll das Portal ausgehen? Ich hab auf beiden Seiten eins. Dann ist gut. So, Einstellungen. Wo ist denn. Ja, soll das Nether aktiviert. Ja, toll. So. Einstellungen wurden gespeichert, aber ich müsste jetzt, glaube ich, den Server neu starten, ne? Gut. Gut, dann bis gleich. Jo. Ich habe jetzt beim Server nochmal den Nether eingestellt, beziehungsweise angemacht und ja, läuft jetzt. Gut. Eieieiei. Furchtbar. So, wo bauen wir denn den Baum hin? Ja, gut. Oh, hier ist nämlich viel Platz.
Ja, hier ist ein guter Platz. Schön eingerahmt.